Heute zeige ich dir, wie du Lego Iron Man in Minecraft craften kannst. Dafür brauchen wir ein geheimes Crafting-Rezept und müssen in die Superheldenschule in Minecraft gehen. Anschließend können wir den Schattenlord bekämpfen und Lego Iron Man craften. Bleib bis zum Ende dran, um dieses Abenteuer nicht zu verpassen. Oh mein Gott, Alter, du glaubst nicht, was ich hier gesehen habe, mein bester Freund. Bleib unbedingt dran, ich muss dir jetzt was zeigen. Du wirst mir das niemals glauben. Und zwar befindet sich hier eine Höhle mit Marvel-Superhelden. Hier befindet sich Hulk und hier befindet sich Spider-Man. Die schauen mich beide schon so ziemlich an. Und das Krasse ist, hier unten ist eine Kiste. Und deswegen habe ich dich jetzt herbeigeholt, weil ich brauche deine Hilfe. Ich möchte jetzt diese Kiste öffnen, herausfinden, was es damit auf sich hat. Und ich hoffe, du hilfst mir dabei, dieses Abenteuer herauszufinden und willst auch wissen, was sich darin befindet. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach das mal an, Freunde. Also, hier ist Spider-Man und hier ist Hulk und hier ist eben diese Kiste. Und was ziemlich auffällig ist, hier sind überall Lego-Blöcke und ich habe keine Ahnung, warum hier Lego-Blöcke sind. Ich würde sagen, wir gucken mal jetzt in die Kiste gemeinsam rein und die Kiste braucht ein Passwort. Freunde, was könnte denn das Passwort sein? Vielleicht ich like das Video? Ja, wenn man das gehen könnte, wäre das bestimmt das Passwort. Und wenn du das Video noch nicht geliked hast, kannst du es gerne machen und jetzt den Kanal abonnieren. Aber ich denke, das Passwort wird sowas wie 125 sein. Nö, 1234 vielleicht? Ja, das ist es und Freunde, wartet mal. Hier befindet sich ein Iron Man Kopf in der Kiste. Moment mal, wir müssen mal ganz kurz hochgehen, Freunde. Hä? Einfach ein Iron Man Kopf? Damit hätte ich ja jetzt niemals gerechnet, Freunde. Moment mal, wir gehen mal hier rüber. Schaut euch das an. Einfach ein echter Iron Man Kopf. Und zudem war hier noch ein Buch. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz in das Buch rein, was es damit auf sich hat. Hier steht: Du hast die Chance, Lego Iron Man in Minecraft zu craften. Nutze sie. Nehme den Helm mit und begebe dich zum Villager. Er wird dir den Rest erzählen. Du schaffst das. Okay, Freunde, ihr habt es mitbekommen. Wir müssen heute Lego Iron Man craften. Beziehungsweise ich zeige dir das Rezept, um Lego Iron Man in Minecraft zu craften. Ich würde sagen, du hast hoffentlich Lust mitgebracht auf dieses Abenteuer. Denn nur mit dir an meiner Seite kann ich das schaffen. Also bleib dran und hilf mir. Und wir müssen jetzt erstmal zum Villager gehen. Ihr seht, hier sind auch überall Lego-Blöcke in Minecraft. Und wer von euch ist schon mal auf einen Lego-Block draufgestanden und hat sich dann ordentlich weh gemacht? Ich glaube, jeder von uns kennt das. So, also, wir gehen erstmal zurück ins Dorf und suchen diesen Villager. Und ich hoffe, wir finden den, weil hier gibt es so einen ganz speziellen Typen. Guckt ihn euch an. Das ist der Lego-Experte und der ist schon seit Jahren hier mit seinem Stand. Der hat Lego-Blöcke hier und ich würde sagen, den fragen wir einfach mal, was es damit auf sich hat. Du wurdest also dazu ausgewählt, Lego Iron Man zu craften. Schau dir im Keller das Crafting-Rezept an und finde die Items. Crafte es danach hinter mir. Okay, Freunde, dann gehen wir mal kurz in den Keller und schauen uns das ganze Spektakel hier an, was es damit auf sich hat. Und zwar, Freunde, das ist das Crafting-Rezept, um Lego Iron Man zu craften. Und das darfst du keinem sagen, das ist mega geheim. Das ist jetzt unser Geheimnis, versprochen. Okay, also ihr seht, wir brauchen diesen Helm, den haben wir schon. Dann brauchen wir Rüstung, dann ein Schwert und 3 rote Lego-Blöcke. Ich würde sagen, wir gehen mal zur riesen Crafting-Bench, beziehungsweise zur Crafting-Werkbank und schauen uns das schon mal an, ob es da irgendwas gibt. So, ey, ich komme hier nicht mehr hoch, Alter. Das sollte auf jeden Fall die Werkbank sein. Hier steht's, Lego Iron Man Craft. Und hier sind wieder diese Blöcke. Und wir gucken uns mal ganz kurz diese Werkbank hier an. Ja, Freunde, das wird's auf jeden Fall sein. Hier müssen wir dann den Helm reinpacken. Und ich würde sagen, wir legen schon mal den Helm hier in diese Kiste und suchen jetzt die anderen Sachen. Denn wo finden wir denn bitte schön eine Iron Man Rüstung zum Craften? Ich würde sagen, wir fragen nochmal den Lego-Experten, was denn jetzt unsere Aufgaben sein werden. Hey Lego-Experte, kurze Frage. Ich habe jetzt das Crafting-Rezept gesehen, aber was muss ich denn machen, um diese Rüstung zum Beispiel zu bekommen? Ich habe sowas noch nie gesehen. Für die Iron Man Rüstung musst du zur Marvel-Schule. Dort wartet dein Lehrer auf dich. Okay, Freunde, dann gehen wir mal zur Marvel-Schule und dort bekomme ich dann weitere Anweisungen. Ich bin mal gespannt. Also, ihr wisst ja, Marvel sind ganzen Superhelden und du kannst ja mal in die Kommentare deinen Lieblings-Superheld schreiben. Ich glaube, meiner ist halt wirklich Spider-Man und Iron Man. Und deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt Lego Iron Man craften zu können. Das wird bestimmt richtig krass. Und hier ist die Schule, Freunde. Ihr seht sie ja schon. Hier steht ganz fett Schule drauf. Das muss sie also sein. So, wir laufen mal hier rein und
hallo, ist schon jemand da in der Schule? Herr Lehrer, Herr Lehrer. Oh ja, der ist der Lehrer, Freunde. Der sieht schon ein bisschen grimmig aus, dass ich hier zu spät gekommen bin. Und hallo, die Herren. Und okay, Freunde, hier ist auf jeden Fall schon mal die Rüstung. Wir fragen ihn mal. Hallo, Herr Lehrer. Wie sieht's denn aus? Ich bräuchte unbedingt die Rüstungsteile für Iron Man, denn ich möchte heute Lego Iron Man craften. Und die Zuschauer wollen es auch. Deswegen kannst du uns bitte das Rezept sagen, dass er die Rüstung geben. Die Ausbildung geht los. Am Ende erhältst du die Teile, um Lego Iron Man zu craften. Okay, viel mehr sagt er uns nicht. Und wo müssen wir denn hin? Ist hier irgendwo ein Eingang? Hallo, Schule, wo ist denn hier die Aufgaben? Hä? Hier kommt man doch gar nicht durch. Herr Lehrer, hä? Wo soll ich denn hier reinkommen? Ich check's auch nicht. Hä? Freunde, schaut euch das mal an. Hier war einfach ein unsichtbarer Ghostblock. Okay, das heißt, das war schon mal so die erste Aufgabe, hier diesen Durchgang zu finden. Und wir gehen mal hier weiter. Was steht denn hier? Zielschießen. Okay, Freunde, unsere erste Aufgabe, um Iron Man Rüstung zu bekommen, wird eben sein Zielschießen. Und hier sind auch nochmal Lego-Blöcke. Ihr seht's, wir sind hier schon richtig. Und ja, okay, im Bogen und Pfeile. Okay, also, Freunde, wir müssen hier erstmal treffen und... Ja, Mann, ich muss mich konzentrieren, Freunde. Drück mir die Daumen, ich schaff das nur mit dir. Ja, Freunde, also, Zielschießen läuft doch schon mal wie geschmiert. So, ja, ja, das sieht doch gut aus. Hier noch einen rein und hier noch einen rein. Super, dann würde ich sagen, hier treffen wir auch noch. Zack. Ja, Freunde, also, Zielschießen ist unsere Lieblingsdisziplin. Also, das haben wir, glaube ich, drauf. Was sind denn die nächsten Aufgaben, um Lego Iron Man zu craften? Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Tür und gucken mal rein. Ich hoffe, du bleibst doch dran, denn es wird... Oh, was steht denn hier? Besiege den Spider-Man im Testkampf? Wartet mal, Freunde. Müssen wir jetzt ernsthaft gegen Spider-Man kämpfen? Ich weiß ja nicht, Freunde. Aber der hat hier so Spinnenweben bei sich. Ich würde sagen, es ist ja nur ein Spaßkampf. Deswegen können wir auf jeden Fall jetzt auch gegen Spider-Man kämpfen. Es ist nur ein Spaßkampf, Freunde. Also, ich würde sagen, wir kämpfen gegen Spider-Man. Lasset den Kampf beginnen. Ey, Spider-Man, es ist nur ein Spaßkampf. Aber bist du bereit? Ich würde sagen, Freunde, wir schießen erstmal ab mit unseren vier Bogen. Und jetzt, oh ja, Freunde. Oh ja, Freunde, ich glaube, er hat was gemerkt. Komm her, Spider. Oh nein, 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 jetzt kommt er. Jetzt kommt er mit seinen Spinnenweben. Wir gehen mal hier ganz kurz hoch und gucken, ob er... Ja? Der kann uns gar nicht treffen hier. Guck mal, zack. Nein, er trifft uns doch. Ey, Spider-Man, hör auf. Komm her, komm her. Oh, Freunde. Okay, also, ich würde sagen, dieser Testkampf gegen Spider-Man, der war auf jeden Fall ganz gut. Es war ja nur ein Spaßkampf. Dementsprechend können wir hier auch alles wieder abbauen. Und wir haben jetzt schon eine Aufgabe, zwei, drei. Was wird denn die vierte Aufgabe? Oh Gott, Freunde, ein schwieriges Jump and Run. Und das Ziel ist hier oben. Und seht man da oben die Rüstung? Wahrscheinlich wird sie in der Kiste sein, oder? Ja, ja, okay, Freunde. Also, wir müssen jetzt dieses Jump and Run machen. Und dann haben wir die Ausbildung in der Marvel-Schule bestanden. Und haben die ersten Teile, um Lego Iron Man zu craften. Also, Freunde, bleibt dran. Es wird richtig spannend. Denn du wirst nicht glauben, wie man... Oh Gott. Das geblitzt jetzt auch noch, wie man Lego Iron Man craften, was er dann noch so kann. Also, wir legen los und... Okay, ich schaffe erstmal den ersten Sprung nicht. Hashtag Lost in die Kommentare. So, jetzt aber. Okay, das sieht schon mal gut aus. Und da oben ist eine Kiste, Freunde. Da werden die Sachen wohl drin sein. Wir machen weiter und... Oh nein, Freunde, das ist gar nicht mal so leicht, dieses Jump and Run. Wir gehen aber so wieder dran... So, perfekt. Und jetzt sieht das da schon viel besser aus. So, so. Okay, Freunde. Also, wir haben schon knapp die Hälfte geschafft. So geht's weiter. Und nein! Nein, wir haben es nicht geschafft, Freunde. Komm, jetzt aber nochmal im Schnelldurchlauf. Zack. Ja, jetzt hier hoch. Sehr gut, sehr gut. Und hier hoch. Sehr schön. Und jetzt machen wir hier weiter. Ja, Freunde, da sollten wir doch hinbekommen. Da ist die Kiste. Und wir machen einfach mal weiter. Schaffe ich auch hier den Sprung? Nee, nee, wir machen die Nummer sicher. Okay, jetzt hier weiter. Jawohl. Und nur noch den letzten Sprung, Freunde, auf Nummer sicher. Den schaffen wir auch. So, und perfekt, Freunde. Und jetzt schauen wir mal rein, ob sich hier die Sachen befinden. Ja, Freunde, wir haben die Iron Man Rüstung bekommen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir direkt zurück zur Werkbank, legen die Sachen rein und fragen den Lego-Experten, was unsere nächsten Aufgaben sein werden. Wir verlieren keine Zeit und du bist direkt dabei, denn nur mit deiner Hilfe schaffe ich das Ganze. So, wir gehen erstmal zurück. Danke, Herr Lehrer, wir haben es hinbekommen, wir haben die Rüstung, Dankeschön. Wir sind auf dem besten Weg, Lego Iron Man zu
craften, Freunde. Und ich bin ultra gespannt, was das wird. Das wird unbedingt richtig krass. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Lego Iron Man aussehen wird. Aber der wird bestimmt richtig krass sein, Freunde. Und auch OP. Und wir können auch mal kurz die Schuhe anziehen und die Plusplatte. Jetzt sind wir quasi ein bisschen Iron Man, Freunde. Guckt euch das an. Wir sind quasi jetzt Iron Man. Wie cool ist das denn? Aber, naja, wir wollen ja Lego Iron Man craften. Dementsprechend legen wir jetzt auch die Sachen wieder in die Kiste. Und, hä? Was ist denn das? Freunde, guck mal, ich habe hier irgendwelche Dinger bekommen zum Rumschießen. Oder? Ja, Freunde, guck mal, ich habe einfach Iron Man Möglichkeiten hier. Komm, nimm das hier. Warte mal, was ist das? Repulsor. Ganz, ganz komisch. Auf jeden Fall ist das richtig krass hier, diese Sachen. Aber naja, ich glaube, mit dem hier können wir auch schießen. Guck mal, wenn ich das jetzt nehme, kann ich schießen wie Iron Man, oder? Nee, doch nicht mehr. Komisch. Keine Ahnung. Also, wir legen die Sachen hier rein. Dafür müssen wir die Rüstung ausziehen. So, zack, zack. Und jetzt fehlen uns nur noch das Diamantschwert sowie die Lego-Blöcke. Und wir fragen direkt mal den Lego-Experten, was wir als nächstes tun müssen, um Iron Man bzw. Lego Iron Man in Minecraft zu craften. Hey Lego-Experte, also, wir haben die Rüstungsteile jetzt schon da. Woher bekomme ich denn jetzt noch Lego-Blöcke? Weil die kann man leider nicht abbauen. Ihr seht's, Freunde, die sind leider unzerstörbar. Kannst du mir da auch noch helfen? Die Lego-Blöcke kann ich dir geben, aber dafür musst du mein Baby vom Schattenlord befreien. Gehe ins Lego-Portal. Okay, danke. Dann weiß ich Bescheid. So, Freunde, ihr müsst wissen, es gibt einen Herrscher hier in der Welt, der sogenannte Schattenlord. Und dieser Schattenlord hat anscheinend sein Baby gefangen genommen. Dafür müssen wir in die Lego-Dimension. Ihr seht schon, hier sind überall so Blöcke. Das zeigt uns das Weg zum Lego-Portal. Dementsprechend machen wir uns auf den Weg und gehen nun den Schattenlord bekämpfen, Freunde. Das wird nicht einfach. Dafür brauche ich deine Hilfe. Bleib dran, drück mir die Daumen. Gemeinsam bezwingen wir den Schattenlord und retten das Baby vom Lego-Experten. Und ihr seht, da sind wir schon angekommen. Hier befindet sich das Portal. Hier steht es auch... Hey! Was war denn das? Hä? Eine Falle! Das ist eine Warnung! Gehe nicht zum Schattenlord! Letzte Chance, Kleiner! Oh Gott, nochmal Glück gehabt, das waren hier Trappen! Wartet mal, bin ich hier in eine Falle reingefallen oder was? Moment mal, Freunde! Oh mein Gott, das war eine Warnung, dass wir nicht zum Schattenlord gehen sollen! Aber, Freunde, ich würde sagen, wir machen das trotzdem. Wir wollen ja Lego Iron Man craften. Wie bin ich denn hier reingeflogen, ey, Freunde? Das kann doch kein Zufall gewesen sein. Wartet mal, wir gehen mal hier hin. Wartet mal, Freunde, hier, guck mal. Das sind Ghost-Blöcke. Hier ist eine Falle. Guckt euch das an. Wenn ich hier runtergehe, fliege ich hier rein. Das war eine Falle, Freunde, vom Schattenlord. Also, wir sind nicht erwünscht beim Schattenlord, aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Wir wollen Lego Iron Man craften und eben den Babyjungen befreien. Und dafür werden wir auf jeden Fall jetzt hier in dieses Portal reinspringen. Das machen wir, Freunde. Drückt die Daumen. 3, 2, 1 und wir gehen rein. Oh, Freunde, schaut euch das an. Wir sind, glaube ich, hier gelandet. Wartet mal, das sieht aus, als wären wir nun in einer Festung beim Schattenlord. Und Gott, hier sind überall Ritter, die das Haus verteidigen. Also, Freunde, wir sind jetzt hier in dieser Schattenlord-Welt gefangen und müssen nun den Babyjungen befreien. Und ich glaube, wir müssen uns mal alles hier analysieren, wo wir uns überhaupt befinden. Wir gehen mal kurz auf diesen Turm hier hoch. Okay, 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 also, wir haben hier alles im Blick. Hier hinten sind Wachen, das heißt, hier muss der Babyjunge gefangen sein. Die bewachen dieses Haus, das heißt, hier wird irgendwo der Schattenlord sein. Und hier sind überall, ja, so kleine Ritter, die uns natürlich auch abhalten werden. Das heißt, wir müssen die Ritter erstmal bezwingen. Und dann würde ich sagen, gehen wir danach in das Haus vom Schattenlord und danach retten wir den Babyjungen. Ich denke, das ist eine Taktik. Komm, nimm das Ritter hier. Okay, Freunde, also, wir müssen jetzt los. So, den ersten Ritter haben wir gleich. Jawohl! Okay, den ersten Ritter konnten wir bezwingen. Okay, wir gehen mal hier weiter. Den nächsten gehen wir auch attackieren. Ritter, nimm das! Wir wollen den Babyjungen befreien. Du hast uns nichts zu sagen mit dem Schattenlord. Perfekt, Freunde, den nächsten haben wir auch. So, zwei Stück noch, zwei Ritter noch. Danach müssen wir zu den Wachen. So, komm, die sehen das hier noch gar nicht. So, alles für den Babyjungen. Komm, nimm das! Nimm das. Jetzt gilt es nur noch daran, den letzten Ritter hier zu bezwingen. Und danach müssen wir die Wachen beseitigen, Freunde. Und dann sind wir bereit. Komm, Ritter, nimm das. Du bist der Letzte hier. So, wir gehen mal kurz zur Seite und kommt der. Oh Gott, es fängt noch an zu regnen, Freunde. Es fängt an zu regnen. So, nimm das, Ritter. Ja. Yeah.
Okay, Freunde, wir haben alle Ritter beseitigt. Jetzt geht es nur noch um diese Wachen hier. Die sehen mir nicht gerade freundlich aus, als wären die hier Kaffee trinken, Freunde. Die sehen ziemlich gemein aus. Babyjunge, wir befreien dich gleich. Aber dafür müssen wir noch diese Wachen hier ausschalten. Die haben sogar Goldschwerter, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das kriegen wir hin. So, nehmt das, ihr Wachen. Wir wollen den Babyjungen befreien. Freunde, da oben wird auch irgendwo der Schattenlord sein. Egal, das kriegen wir schon hin. So, die erste Wache ist ausgeschaltet. Ist doch die zweite. Komm, nimm das, Wache, nimm das. Nein, 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 die ist gut. Die ist gut, die macht ordentlich Damage, Freunde. Die macht ordentlich Damage. Komm, ja, yeah. Freunde, also, wir haben alle beseitigt, oder? Ich glaube schon, wir können nun reingehen. So, schnell rein, schnell rein. So, Freunde, also, hier muss irgendwo nun der Babyjunge sein und den müssen wir befreien. So, ich hoffe, uns hat keiner gehört, aber wo ist der Schattenlord, Freunde? Der Schattenlord, der lässt noch auf sich warten. Hier ist ein Enderman, also nicht in die Augen gucken, Freunde, nicht in die Augen gucken. Irgendwo hier muss doch der Babyjunge sein. Ja, hier steht's, Baby, 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 Baby. Komm, Baby, wie hier, da bist du ja. Wir haben dich gefunden, wir müssen dich zu deinem Papa bringen. Aber du wurdest vom Schattenlord gefangen. Also, mach dir keinen Stress, wir befreien dich jetzt, aber davor müssen wir noch den Schattenlord bezwingen. Aber wo ist denn der Schattenlord? Okay, Baby, dann komm du jetzt erstmal mit und dann bringen wir dich zurück. Aber sei vorsichtig, der Schattenlord wartet sicherlich auf dich. So, Freunde, also wir gehen jetzt runter und gehen zurück in die normale Welt und bringen eben den kleinen Jungen wieder zu seinem Papa zurück und dann bekommen wir die Lego-Blöcke. So, und... Nein, 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 Freunde. Der Schattenlord ist da. Er hat uns, glaube ich, gespürt. Und wo ist denn der kleine Junge jetzt? Hey, da ist er. Okay, also Freunde, der Schattenlord ist da. Er hat eine riesige Axt. Er merkt, dass hier irgendwas los war. Schattenlord, nimm das. Komm her, Freunde. Nimm das, Schattenlord. Oh Gott, Freunde, er hat uns, glaube ich, gesehen, oder? Er hat uns gesehen. Der Schattenlord, kommt her. Nimm das, Schattenlord. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, Freunde. Also, wir haben ihn, glaube ich, erledigt. Was hat er denn hier für eine riesige Waffe? Oh mein Gott, er liegt da auf dem Boden. Aber hey, Schattenlord, steh auf, ne? Denkst du etwa, wir sind so leicht zu bekämpfen? Gib mal deine Waffe her. Wehe, du klaust noch einmal den Babyjungen und führst den. Dann hast du es mit den Falschen ausgemacht. Komm, Baby, wir gehen weiter. Wir bringen dich zurück in die normale Welt. Nein. Freunde, er ist wieder auferstanden. Geh weg, Schattenlord, habe ich gesagt. Lass uns in Ruhe. Wir wollen nichts von dir. Geh weg. Oh, Freunde, der macht, glaube ich, einfach 4,5 Herzen Schaden. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Freunde, jetzt wird er doch ein bisschen gemeiner und besser. So, nimm das, Schattenlord. Geh weg. Wir wollen zurück in die normale Welt. Ja, komm mit, Baby. Komm mit. Schnell, 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 schnell. Bevor er wieder aufsteht. Also, Freunde, wir gehen zurück in die normale Welt. In 3, 2, 1. Und, Baby, da bist du. Und jetzt. So, Freunde, wir sind wieder in der normalen Welt und ich würde sagen, wir bringen jetzt den kleinen Babyjungen zum Lego-Experten und dann können wir auf jeden Fall weiter Lego Iron Man craften. Komm mit, Kleiner! Ja, Freunde, der freut sich wieder hier zu sein in der normalen Welt, bei seinem Papa zu sein und wo ist er denn? Da hinten ist der Lego-Experte und dann bringen wir ihn zurück. Dann bekommen wir die nächsten drei Blöcke und dann fehlt uns nur noch das Diamantschwert. So, Lego-Experte, hier haben wir deinen kleinen Jungen zurückgebracht. Ich hoffe, es passt alles. Guckt ihn euch an. Beides zwei Lego-Skins. So, und was hast du zu sagen? Danke, in der Kiste befinden sich die Lego-Blöcke. Ja, perfekt, dann kann ich mir ja die Sachen hier rausholen. So, Freunde, also, danke, kleiner Babyjunge. Ich hab dich gerettet, jetzt seid ihr wieder vereint, hab dich vom Schattenlord befreit und wir machen jetzt weiter und craften Lego Iron Man, Freunde. Also, wir haben die nächsten zwei Items dafür und zwar zum einen die Blöcke und jetzt fehlt uns nur noch das Diamantschwert. Und ich weiß auch, wie wir das Diamantschwert bekommen, Freunde, denn in der Mine waren auch noch Diamanten und ich würde sagen, die bauen wir jetzt einfach ab und dann spawnen wir gleich Lego Iron Man in Minecraft. Also bleib unbedingt dran, wenn du das jetzt nicht verpassen möchtest. So, Freunde, wir verlieren keine Zeit und gehen schnell in die Höhle wieder zurück und holen uns die letzten Diamanten. Zwei Stück an der Zahl brauchen wir. Und dann können wir Lego Iron Man craften und ich bekomme ja auch Fallschaden. Das ist aber kein Problem. Hier ist ein Diamant und wo? Da sind noch mehrere, Freunde. Also kein Problem. So, wir nehmen uns die Diamanten hier. Perfekt, den ersten haben wir und den zweiten kriegen wir auch locker. Nee, hier gibt es da keine Blöcke mehr. Müssen wir hier die noch kurz abbauen, dass wir ein bisschen was haben. So, eins,
2 und wir nehmen den nächsten Block. Jawohl, und wir haben 2 Diamanten, Freunde. Dementsprechend können wir uns nun ein Diamantschwert craften. Und dann haben wir Lego Iron Man komplett. Und ich bin einfach so, so krass gespannt, Freunde, wie das sein wird, Lego Iron Man zu craften. Und es wird auch dunkel gerade. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Oh Gott, es fängt auch schon an zu gewittern, ey. Aber davon lassen wir uns nicht unterbringen. So, wir gehen wieder hoch. Zack, und nee, ich bin nicht hochgekommen hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Holzsticks, denn wir müssen uns ja das Schwert craften und haben das ja noch nicht. So, dann nehme ich mir einfach mal hier kurz 2 Holzblöcke mit, einmal für eine Werkbank und einmal eben für einen Stick, also für einen kleinen Stock. So, genau, das haben wir nun alles fertig hier, ne, die Herren. So, also hier einmal den Eichenstamm nehmen, zack. Und ich würde sagen, Werkbank, jetzt die Diamanten nur noch, perfekt, Freunde. Und wir haben das komplette Crafting-Rezept für Lego Iron Man in Minecraft. Dafür nehmen wir alle Sachen jetzt hier raus, zack, 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 das sieht doch schon mal gut aus. Und platzieren es, einmal hier ein Lego-Block, hier ein Lego-Block, dann hier ein Lego-Block, dann hier die Rüstung, Freunde, dann hier die Brustplatte, hier das Diamantschwert und ich würde sagen, hier die Schuhe. Und wenn ich jetzt diesen Schalter betätige, dann spawnen wir Lego Iron Man in Minecraft. Lass jetzt nochmal unbedingt ein kostenloses Abo da und ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Mir geht's richtig gut, wenn du das machst. Und ich würde sagen, wir treten den Schalter um in 3, 2, 1... Yeah! Und es hat einfach geklappt, Freunde! Wir haben Lego Iron Man in unserer Minecraft-Welt gespawnt bzw. gecraftet, Freunde. Und Alter, war das ein Abenteuer! Schaut euch das an! Ihr kennt nun das geheime Crafting-Rezept für Lego Iron Man in Minecraft. Und Mann, ist der riesig! Und wenn dir das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Mach's gut, bis zum nächsten Video und... ciao von uns beiden, von mir und von Lego Iron Man.